gleich mal schauen, mal nach, ob wir da etwas Neues bekommen können. Vielleicht auch ein paar Waffen-Upgrades. Was ist denn mit dir los? Irgendwo findet ein großes Turnier statt, Kupo. Aha. Ja, im Olymp. Da war ich doch schon. Moin. Ich will etwas kaufen. In Ordnung. Protestkette. Okay, nö. Haben wir was zum Verkaufen? Sora hat nur eine Potion. Donald hat gar nichts. Was ist denn aus der Truhe? Was haben wir denn da? Inferno-Wall und Reißzahn. Ah, stimmt! Vergiss es. Die habe ich ja noch gar nicht angelegt. Ich Idiot. Ich Idiot. Ich Idiot. Ausrüstung. Alle Feuer und Dunkelschäden. Minus 20% Apple. So, den Reißzahn nehmen wir für Sora. Dann für Donald brauchen wir dringend etwas für die Abwehr weiter. Feuer und Dunkelschäden. Abwehrkraft steigt. Ja, geben wir dann Donald. Und Goofy bekommt dann den Flammenwall. Ich habe überhaupt nicht mehr auf den Zeiger gehabt. So. Dann einmal zum Itemladen. Kaufen. So. Da haben wir Potions, da haben wir 30 HP und 60 HP. Äther, Zelt. Nö, ich decke mich jetzt nur mit Potions ein, mit HI-Potions. Sogar 4 tragen. 5! 6! Moment. Okay. Dann doch nicht so. Dann haben wir jetzt unser ganzes Geld einmal komplett für Potions verpulvert. Halt, nein, gar nichts. Danke, tschüss. Denn Waffen haben wir bis dato keine neuen, weil wir noch nicht wieder in einer neuen Stadt waren. So, und dann geht's jetzt wieder auf und zurück. In the jungle, the mighty jungle. Ab in den Gummijet. Ja. So, und diesmal, damit wir ein bisschen Abwechslung bekommen, fliegen wir übers Wunderland. So, und ich hoffe, dass wir Clayton dann mit den ganzen Potions hinkriegen. Zumal dann ja auch Goofy und Donald Gott sei Dank so intelligent sind und Potions benutzen. Und nicht nur für sich, sondern auch für mich. Und da Sora ja immer noch derjenige ist, der den meisten Schaden von den dreien macht, ist das auch gar nicht so verkehrt, wenn man den Tank ein bisschen pusht. Aber irgendwie scheint es nicht so ganz zu klappen, Donald komplett auf Abwehr zu skillen. Wobei ich jetzt halt natürlich hoffe, dass das mit dem Item, mit diesem Ring, den ich ihm jetzt gegeben habe, neu gegeben habe, dass es vielleicht damit ein bisschen besser klappt. Denn so wie ich weiß, oder so wie ich mich glaube zu erinnern, kämpfen die Herzlosen halt alle mit Dunkelschaden und davon werden dann jetzt halt 20% bei Donald einmal
abgezogen. Durch eben diesen Ring, den er da jetzt bekommen hat. Inferno Ball heißt er, glaube ich. Und Feuerschaden halt auch noch. Aber man muss halt bedenken, ist noch klar, wir sind jetzt noch ganz am Anfang. Und da ist es ja klar, dass man da jetzt noch nicht die Übermörder-Items bekommt. So, ab in den Dschungel. Da werden wir dann im Zeltlager spawnen. Und von da aus haben wir es ja überhaupt nicht mehr weit zur Felsklippe. Ich bin mal gespannt, was uns dann nach dem Dschungel erwartet. Denn nach dem Bosskampf ist die Episode Dschungel, glaube ich, abgeschlossen. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht zu viel versprechen oder mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Wie gesagt, ich meine es nur. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, was danach, denn nachdem man den Boss da besiegt hat, noch großartig kommen sollte. Außer natürlich eben halt vielleicht das Schlüsselloch noch zu schließen. Wobei wir das ja, glaube ich, auch noch im Olymp machen müssen. Oder gibt es da gar keins? Ich weiß es nicht mehr. Aber so langsam lässt dann meine Erinnerung an das Spiel auch ein bisschen nach. Weil wie gesagt, ich habe ja früher immer nur sehr, sehr viel den Anfang gespielt. Ihr kennt das ja garantiert, wenn man ein Spiel tausendmal anfängt, aber nie zu Ende spielt. Oder wenig zu Ende spielt. So war das halt bei Kingdom Hearts bei mir. Und deswegen weiß ich das gerade wirklich nicht mehr. Hier durch diese ganzen Schiffsreihen da prügeln. Ich glaube, diese Strecke sind wir noch gar nicht geflogen, oder? Kann das sein? Hitler kann das. Gehört nicht hierher. Wir fliegen da jetzt einfach oben drüber über diese komische Spirale. Gucken uns mal den schönen Heckantrieb von dem Raumschiff hier an, quasi. Sehr schön, da haben wir den Dschungel. Hat ja doch im Endeffekt gar nicht so lange gedauert, wie ich erwartet habe. Sag, komm, wir schießen jetzt einfach Clayton aus dem All. Wenn das gehen würde, wäre es super. Zelt. Dann werden wir gleich, wenn wir da sind, schon mal speichern. Damit uns da jetzt nicht die ganzen Potions verloren gehen. Schon über 8 Stunden gespielt. Krass. So. Und dann geht's jetzt mal ab zu Clayton. Ich hoffe jetzt nur, dass die nicht anfangen, generell mit Potions um sich zu schmeißen. Also sprich bei den Minigegnern da. So. Dann wollen wir mal schauen, ob wir Clayton jetzt mit den ganzen Potions, die wir im Gepäck haben, schaffen. Das wäre nämlich super. Voll geheilt sind wir ja. Und da ich ihn jetzt gerade eben schon fast hatte, also wir waren ja an seinem letzten Lebensbalken, stehen die Chancen vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Zumal ich dann ja auch noch hoffentlich Donald auch endlich mal mit im Gepäck habe, der jetzt dann nicht so schnell down gehen wird, wie er das, die ganze nicht Zeit Clayton. Da jetzt in dem Bosskampf hier getan hat. Nicht Clayton! Wobei Tarzan sich ja eigentlich gar nicht melden muss. Er braucht ja nur einen Schuss, bis er down ist. Los geht's! Deine Mutter wiedersehen! So, sehr schön. Dann kommt jetzt der eigentlich schwere Teil bei dem Bosskampf. So, alles klar, dann machen wir mal. Ist halt auch direkt sofort mit einem Schuss wieder an. Was mache ich denn da?
Sehr schön, Donald. Donald ist ja endlich mal nützlich, wenn er nicht die ganze Zeit dumm am Rand sitzt. Jawohl, Zeugstoß, Penner. Oh, wir haben ihn schon auf der letzten Lebensleiste. Das ist ja Hammer. Alles klar. Ich gebe Donald mal eben eine. So, komm schon. Jawollo. Chameleon ist schon mal weg. Wo ist er? Da ist er. Wieso kann er eigentlich so hoch springen? Moment, erstmal liegt hier ein Item. Neben. So, komm her. Jawollo! Geht doch, sehr schön. Mit Potions im Gepäck gar kein Problem. Sehr gut, ein weiterer herzloser, großer Bossgegner ist dann geplättet. Kraft der Heilung erhalten. Magie, Vita erlernt. Geil, jetzt kann ich per Magie endlich heilen. Oder hoffentlich Donald, weil dafür ist Donald nämlich eigentlich mit am nützlichsten. Dass Donald eben halt den Gruppenhealer macht. Ich wusste halt nur nicht mehr, wann das kann. Ich dachte halt, der kann das schon von Anfang an, deswegen habe ich mich immer so über ihn beschwert. So, wenn ich mich recht erinnere, müssten wir... Ja, genau! Ich weiß, was wieder kommt. Der Typ schmeißt uns einfach mal quer durch den Dschungel. Naja, was heißt quer durch den Dschungel? Dschungel, er schmeißt uns halt vor eine Höhle. Tarzan zu Hause. So, für uns geht's aber in diese Höhle hier rein, wenn ich mich nicht irre. Oder steht hier noch eine Truhe? Nein, hier stand keine Truhe mehr, genau. Für uns geht's jetzt in diese Höhle hier rein.